Liebe Schwestern und Brüder, wir haben die Bergpredigt hinter uns gelassen. Gerade einmal ein paar Verse. Und immer wieder macht sich an diesem Text ja die Frage fest, für wen ist die eigentlich gedacht? Mit dem Hintergedanken, naja, praktizieren kann die ja eigentlich niemand. Das ist viel zu anspruchsvoll. Das sind vielleicht alles nur markierte Ideale für ein paar Verrückte. Für wen ist die Bergpredigt gedacht und wie kann man sie tun? Das Matthäusevangelium bleibt uns die Antwort nicht schuldig. Wenn es Heilungsgeschichten anfügt, direkt im Anschluss an die Bergpredigt, werden uns da Menschen vorgestellt, die so sind, dass sie die Bergpredigt tun können. Weil sie einen, wie es am Ende der Bergpredigt heißt, felsenfesten Glauben haben. Wie jener heidnische Hauptmann. Der bedarf der Hilfe, wer bedarf ihrer nicht? Und er geht zu Jesus. Und wenn Jesus ihm sagt, es geschehe, wie du geglaubt hast, dann merkt man, dass dieser heidnische Mann felsenfest an Jesus geglaubt hat. Woran glauben wir? Worauf verlassen wir uns? Ist das Ergebnis unserer Tage, was wir erleben, worüber wir so oft jammern? Das Ergebnis unseres Glaubens? Es geschieht, wie wir glauben? Müssen wir das annehmen? Dann steht es um unseren Glauben ganz schlecht. Worauf verlassen wir uns? Auf die nächste Zinsentwicklung? Auf die nächste von außen kommende Beratungsfirma, die uns Tipps gibt? Oder ist unser Glaube ganz auf Christus gerichtet? Felsenfest. Auf nichts und niemand anderen, auf ihn. Damit sich auch an uns dieses Wort erfüllt, wie es hier im Evangelium geschieht. Es geschehe, wie du geglaubt hast.